schafft ihr das mit so einer Truppe? Man sagt immer, geht's in die Hose? Ja, das ging ja auch gar nicht, wir sind gar nicht eingespielt. Jetzt läuft es und weiß man, woran es liegt? Boah, ich denke, es sind einfach sehr, sehr viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ich denke, wir rotieren ja schon die gesamte Saison sehr, sehr viel durch. Von daher gibt es nicht bloß 12, 13 Spieler, die zu der Startelf in Anführungsstrichen gehören, sondern sind einfach fast alle Spieler. Heute konnten sich auch wieder von der Startelf zwei Frischlinge sozusagen mit Thilo Kehrer und Bernhard Tekbetay zeigen. In der zweiten Halbzeit kam Fabian Reese rein, die das wirklich mit Bravour gemeistert haben und sich in den Vordergrund gespielt haben. Und das ist vielleicht ein Stückchen das Erfolgsrezept momentan, auch wenn ich das Erfolgsrezept jetzt, sage ich, nicht zu hoch greifen will oder zu hoch reinreichen will, dass wir einfach sehr, sehr stark rotieren, dass jeder das Zugehörigkeitsgefühl zum Team hat und dass jeder, wenn er gefragt wird oder gebraucht wird, sofort da ist und ja, es dem anderen dann auch einfach wieder schwer macht. Woher wusstest du, dass du den Babygruß machst beim Torjubel? Du triffst ja, wenn ich mal flapsig formulieren kann, eigentlich relativ selten. Naja, ich habe es gerade schon erklärt, meine Kleine hat ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt, ist deshalb noch im Krankenhaus unter Beobachtung und natürlich wünsche ich oder habe ich mir gewünscht, wenn ich mir das Spiel hätte ausmalen können, dass ich ein Tor mache und dass ihr widme, sodass dass ich ihr sozusagen noch ein bisschen Kraft schicken kann und deshalb habe ich mir das vorher schon überlegt, dass wenn der Fall eintritt, natürlich ist es bei mir nicht so häufig, aber dass es so gekommen ist, ist für mich ein unglaublicher Moment gewesen.